Wenn man im Berner Oberland von Meiringen mit dem Postauto Richtung Grimsel fährt, so kommt man nach 40 Kilometer an die Haltestelle Handeck. Dort befindet sich die Talstation von der Gelmer Bahn. Mit dem Auto parkiert man beim Hotel Handeck und gelangt über eine 70 Meter hohe Hängebrücke direkt zur Talstation der Gelmer Bahn. Wer als Wanderer ein Abenteuer sucht, der ist hier sicher richtig, denn die Bahn hat eine Steigung bis zu 106%. Sie ist einer der steilsten Standseilbahnen von Europa und geht fast senkrecht nach oben. Gebaut wurde sie 1926 und hat eine Länge von 1028 Meter. In nur 10 Minuten kommt man von der Talstation 1412 Meter zur Bergstation auf 1860 Meter. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 2 Meter pro Sekunde. Öffentliche Fahrten sind nur vom Juni bis Oktober möglich. In der Bahn haben 24 Personen und eine Person für die Bedienung Platz oder maximal eine Zuladung von 2 Tonnen. Ursula sieht man an, dass ihr bei der Fahrt nicht ganz geheuer ist. Angst muss man aber keine haben, denn die Bahn darf bis 10 Tonnen beladen werden. Wer Lust hat, kann auch die zweistündige Wanderung rund um den See machen. Hat das Kraftwerk Oberhasli diese Staumauer gebaut. Dies ist auch der Grund, warum die Gelmer Bahn als Transportbahn gebaut wurde. Im Jahr 2001 musste die Bahn komplett saniert werden und man beschloss, daraus einen öffentlichen Betrieb zu machen. Am Anfang durften nur 8 Personen transportiert werden, aber dann erhielt man die Bewilligung für 24 Personen
weil der Andrang so groß geworden war. Dass der Gelmersee nicht nur für Wanderer ein beliebter Platz ist, zeigt sich auch, dass Liebespaare ihre Namen und Herzsymbole mit aufgeschichteten Steinen unterhalb der Staumauer hinterlassen. Für Ursula und mich wird es Zeit, zur Bergstation zu gehen, denn in 15 Minuten fährt die Bahn wieder talwärts. Wenn man beim Talwärtsfahren in der vordersten Reihe sitzt, bekommt man ein besonderes Bauchgefühl, weil man das Ende der Schiene nicht mehr sieht und es nur noch runtergeht. Jetzt kommen wir langsam zur steilsten Stelle. Dort zuoberst beim Felsen geht es jetzt abwärts. Jetzt heißt es Füße absperren, gut festhalten und warten, bis man wieder unten ist. Für mich war es auch ein bisschen mulmig, da ich zusätzlich noch die Kamera festhalten musste, damit sie nicht mit dem Stativ runterfällt.